Ja, mein Name ist Manfred Wohnrath, ich bin Tourismuschef hier in Heiligenhafen und Geschäftsführer der LTU Ostseespitze, also insgesamt für 7 Gemeinden. Und ja, wir reden heute über die derzeitigen Verhältnisse, die wir hier haben, was den Hochseeangeltourismus oder den Angeltourismus insgesamt betrifft. Wir sind ja getroffen worden von Regularien, die uns alle sehr, sehr stark betreffen. Denn der Angeltourismus insgesamt hier in Heiligenhafen beträgt ungefähr 10% des gesamten Wirtschaftsaufkommens aus der touristischen Branche. Und diese 10% sind ohne Fahrpreise, das sind einfach nur Umsätze, die Angler hier machen. Und wir sehen heute hier das beste Beispiel. Es ist wunderbares Wetter hier in Heiligenhafen, bestes Angelwetter. Trotzdem liegen 2 Hochseeangelkutter hier im Hafen, weil sie einfach keine Gäste bekommen haben. Die Rückgänge hier bei den Betrieben gehen bis zu 70%. Das heißt also 70% weniger Angler haben wir in den ersten Monaten dieser neuen Regularien gehabt. Und die Leute kommen einfach nicht mehr. Die Leute sind verunsichert. Es gibt keine ausreichenden Informationen, obwohl wir natürlich versuchen, gegenzusteuern. Insgesamt sind hier 7 Familienbetriebe mit über 30 Arbeitsplätzen betroffen. Und wir wissen im Moment noch nicht, ob diese Betriebe dieses Jahr tatsächlich überstehen werden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man sich vielleicht von Seiten der Politik oder von Seiten eines Ministeriums Gedanken macht über ein komplettes Angelverbot, dann können wir dieser Stelle in Berlin die Sorgen nehmen, denn das brauchen wir nicht mehr. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird es hier bald sowieso keine Betriebe mehr geben und es wird auch keine Angler mehr geben, also erübrigt sich dann auch ein Angelverbot. Deswegen ist unser Appell ganz klar, diese Regularien müssen aufgelockert werden. Wir brauchen eine bessere Informationspolitik und vor allen Dingen brauchen wir endlich Planungssicherheit für die Betriebe, denn wir leben hier vom Hochseeangeltourismus. Wir sind eine Hafenstadt und Angeln ohne Angeln an der Ostsee kann sich wohl niemand vorstellen. Das ist wie, als wenn man das Wandern in den Bergen verbieten würde, dann würde auch keiner mehr kommen und vor der Situation stehen wir hier. Und deswegen fordern wir ganz klar eine Kurskorrektur in dieser Entwicklung, denn sonst geht hier ein ganz bedeutender touristischer Wirtschaftszweig zugrunde. In der jetzigen Situation verwundert uns auch ganz erheblich, dass es keine wirklich ausreichenden wissenschaftlichen Begründungen gibt, die die jetzigen Regularien auch nur im Ansatz rechtfertigt, nämlich das heißt die Beschränkung der zu fangenden Dorsche und erst recht nicht ein komplettes oder generelles Angelverbot, was immer noch im Raume schwebt. Am Ende ist es so, dass in der Berichterstattung bei den Gästen hängen geblieben ist, Angeln ist verboten, Angeln ist nicht mehr erwünscht, hier bei uns in der Region, und deshalb bleiben auch die Gäste aus. Und das ist für uns, wie gesagt, eine Katastrophe.